Servus und hallo in Ark Ascended. Wir wollen heute in eine Höhle gehen. Und zwar ist das im Redwood. Da gibt es das Artefakt des Immunen. Und zwar ist die hier in der Gegend. Da neben dem kleinen See, da nebendran. Werden wir noch genauer sehen dann. Und zwar muss ich da allerdings mir noch Gasmasken herstellen. Da ist nämlich Gas drin. Und wir können hier... Ne, Moment, hier. Mit Gasmasken brauchen wir... Da brauchen wir dieses Substrat. Kristall und Polymer. Kristall und Polymer habe ich, aber Substrat habe ich keins. Ja, und ich habe jetzt schon eine Gasmaske mir hergestellt gehabt, weil ich das Substrat in dem Drop gefunden hatte. Allerdings, hier haben wir es, das Substrat. Ich brauche schwarze Perlen. 8 Stück. Ich brauche 8 Öl und ich brauche 8 mal Harz. Das habe ich alles. Also ich könnte mir noch 2 brauche ich. 4. Nochmal 6. 6 von dem Substrat. Ich habe genug Harz, ich habe genug Öl, ich habe genug Perlen. Okay. Dann lass uns das tun. Ach, der macht ja noch viel mehr Substrat. Stimmt, ach, das ist ja die Chemiebench. Ups, dann reicht das. Dann muss ich das gar nicht verschwenden hier. Dann habe ich ja jetzt schon jede Menge Substrat. Dann kann ich das wieder wegtun. So, und dann bauen wir hier Gasmasken. Oder wurde die... Ich muss erst mal gucken. Nee, die Gasmaske, die hat man hier gebaut. Da ist die Gasmaske, genau. So. Substrat rüber. Die Perlen können auch wieder rüber. Kristall und Polymer habe ich da. Ja. Gut, dann bringe ich erstmal das Öl wieder weg. Und das Harz. Alles klar. So, jetzt können wir hierher gehen und können uns hier noch... Ich habe hier 98 und 21. Also über 100 Polymer. Und 48 Kristall. 10 Kristall brauche ich. Das heißt, ich könnte mir 4 Masken herstellen. 4 mal 20 ist 80. Das würde locker reichen. Ich mal 4, dann hätte ich 5 Masken. Ja, ich mach mal 3. Ich mach mal 3. Dann habe ich insgesamt 4, das sollte zum Tauschen reichen. Okay, jetzt habe ich dann 4 Masken dabei. Die hat hier der Bursche. Da. Das muss ich noch auspacken. Das brauche ich dann nicht. Das kommt mal hier rein, das Fleisch. So, Autostack. Den Müll wegwerfen. Und dann kann ich hier noch von dem Raw Fish Meat reinpacken. Was denn
bisschen was rein. In den Trog. Mal gucken. Raw Fish Meat. Immer noch 23. Okay, die pullen wir da rein. Und dann habe ich hier noch Raw Meat. Oh. Da habe ich auch in Demos Raw Meat. Das hole ich mir erstmal. Wie viel kriege ich hier noch unter? Jetzt hat er noch 5, 205. Okay. Ich brauche natürlich für diese Repxer auch ziemlich viel Fleisch. Da habe ich noch einen Futtertrog. Da kann ich hier noch ein bisschen was reinpacken. Raw Meat. Großfleisch. Nehmen wir 190. Haben wir das? Nee. Ja, da passt nichts mehr rein. Ja, hier passt nichts mehr rein. Muss man das entsorgen hier. Auch ziemlich viel Fleisch jetzt für die ganzen Raubtiere. Nichts mehr drin. Okay, dann nicht. Ich will ihm ja ein bisschen was zum Essen lassen. Dann werde ich das halt wegwerfen. So, ich habe noch einen Kippel dabei, falls ich vielleicht was zähme, und hier natürlich auch Filet. Und dann habe ich zwei Megatherium mitgenommen und hier zwei Raptoren mitgenommen in die Höhle. Wobei, Moment, ich überlege gerade, die hat einen ziemlich engen Eingang, die Höhle. Meine Sachen. Und zwar nehme ich hier noch dieses grüne Zeugs mit. Dieses da. Ja, 5 sollten erstmal reichen. Das nehme ich auch mit. Jetzt ist die Frage, laufe ich da mit einem Rex hin oder fliege ich mit einem AG? Denn der Argentavis passt da eigentlich nicht in die Höhle rein. Aber naja, wir schauen mal. Die Richtung stimmt. Was haben wir denn da? Den müssen wir uns natürlich auf jeden Fall antun. Protons sind hier auch noch in der Gegend. Auch das noch. Aber so ein Alpha müssen wir mitnehmen.
Der war ganz schön hart. Der hat mein Agi ganz schön geschadet. Hat gar nicht viel Fleisch gebracht. Der heilt ziemlich schnell hoch. Das liegt an diesem weißen Kreuz. Aber jetzt hat sich's ausgeheilt. So, dann haben wir hier einen Arm. Was? Was ist los hier? Da geht schon wieder runter unten. So, muss mein Agentabis noch ein bisschen hochheilen. Das dauert länger. Master Craftbow. Und das sind natürlich Sachen, die könnte ich gut gebrauchen zum Zerlegen im Grinder. Da kommt eine ganze Menge Metall raus. Wie sieht's mal mit Essen aus? Brauche ich eigentlich keins. Wasser. Und das heißt die Perlen. Hier, diese Schlangen hier wollen mir einen erzählen. Die Bären bringen auch ein bisschen Wasser. Die nicht. Die auch nicht. Die werfen wir weg. So, das kriegst du rüber. Das hält vielleicht ein bisschen länger in dir. Das brauche ich auch nicht. Diese Schuhe habe ich jetzt geschenkt gekriegt und diese Mütze, das brauche ich aber auch nicht unbedingt. So, ich bin erstmal gesättigt. Wasser. Gut, dann trinke ich mal was von dem mitgebrachten Wasser aus der Feldflasche. Und das sieht soweit ganz gut aus. Was ist denn das für ein Megatherium da unten? 145. Puh, das müsste man ja auch glatt zähmen. 145. Das brauche ich eh nicht hier. Ich bin ja nicht im Wasser. Das hätte ich daheim lassen können. Das Zeug. Nee. 145er Level. Megatherium. Ja, womit wird das gleich wieder gezähmt? War das Honig? Da hinten sind Terrorbirds. Moment, da gibt es noch mal Fleisch für mein Agi. So, dann behalten wir mal noch ein bisschen Fleisch da. Jetzt ist echt die Frage, nehme ich das Megatherium mit? Oder nicht? Jetzt.
Wo ist denn der Dicke? Wo sind wir jetzt hin? Der muss doch hier irgendwo in der Gegend sein. Und der müsste doch schon ziemlich betäubt sein. Aber weit kann er nicht sein. Ist das Megatherium hin? Der Terrorbird war auch plötzlich weg. Und ich habe mich da nur im Busch versteckt. Liegt doch nicht hier rum. So klein ist der doch gar nicht. Ach, hier gibt es auch Ruinen. Gibt's doch nicht. Muss doch hier sein. Moment, da ist er, oder? Was ist er? Den aus, der ist fast betäubt. Da fehlt nicht mehr allzu viel, die Hälfte. Musst du mir hier in den Weg laufen? Der mir doch schon wieder abgehauen. Du musst mir mal folgen. Da ist er wieder. Schon so weit, dass er davonläuft. Und wie schnell. Na, ich glaub's doch nicht. Jetzt gibt mir mein Agi noch vor die Füße. Eben. Komm, Agi. Diesen silbernen Pfeilen mit diesem starken Gift ist das nicht verkehrt. So, was brauchen wir da? Wir probieren mal ein Exceptional Kibble. Und wir probieren auch natürlich hier natürlich auch. So, ein Kippe.
und Filet. Und mal schauen, wie weit wir damit kommen. Du, was ist mit dir? Was bist du? Kombi 45. Dich kann ich eigentlich aber nicht gebrauchen. So, dann haben wir jetzt hier noch ein bisschen Fleisch. Das kann wieder rüber. Das kriegst du auch. Das kriegst du auch. Zum Tragen. Da bin ich nicht so schwer. Und das und das und das auch. Das habe ich sicherheitshalber mitgenommen. Statt Gasmasken kann man vielleicht auch so eine Rüstung da, so Taucherausrüstung anziehen. Muss man mal ausprobieren. Ob die auch hilft gegen das Gas. In dieser Höhle ist nämlich Giftgas, deswegen. Na, willst du mal fressen? Hast nicht mal Hunger? Ja gut, er hat noch nicht viel Hunger. 8700 und 8664 hat er es weg. Ist aber noch sehr gesund geblieben. Und kriegt 72 Level drauf. Das ist natürlich. Puh, das wäre cool. Und gut, das ist leider ein Männchen. Zum Züchten sind da Weibchen eigentlich besser. Aber das ist schon eine coole Sache. Der hätte dann 45, das sind 205. Und dann nochmal 12 dazu. 227. 217. 217. Boah, wenn ich den durchspringe. Wenn mir hier nichts in die Quere kommt. Komm, jetzt iss mal. Das kann noch dauern, bis der was frisst. So, das kann länger dauern. Dann mache ich an der Stelle mal einen Schnitt. Machen wir hier mal einen Break und dann komme ich wieder, wenn der weiter durch ist. Das Megatherium hat das Kippel gefressen und ist schon zur Hälfte durch. Das eine Kippel, das Exceptional Kippel, hat jetzt mal hier volle Kanne die Hälfte von der Zähmung gebracht. Das ist natürlich gut. Ich habe dem noch ein zweites Kippel reingelegt. Will dann mal hoffen, dass der mit dem zweiten Kippel dann gleich durch ist. Den jetzt weit genug weg, dass ich den echt verletzt habe. Ah, der kriegt nur noch 60 Level drauf. Ich wusste es doch. Das war natürlich nichts. 12 Level weg. Wegen dieser blöden Boa. Doofen Boa da. Ja.
kriegt ja schon wieder volles Leben. Ja, das zweite Kippel hat gereicht. So, ich nenne den mal 145. Damit hat er angefangen. Gleich anspannen. Das nehmen wir wieder mit natürlich. So, mein Megatherium. Und das ist das andere. Moment. Der hat jetzt 145. 46. 153. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Da, 205, ach so, ja, 205, 146, das habe ich mich verguckt. Das kommt noch rüber, das kommt auch rüber. Da ist alles klar. Okay. Fein. So, dann wollen wir uns jetzt mal zur Höhle machen. Die ist dann in der Richtung, da wo der Spitze vom Pfeil hin zeigt. Neben dem, rechts neben dem kleinen See. Und zwar hier, wo dieser Einschnitt hier ist, diese kleine Schlucht. Geht's dann hier rein mit diesem Schlitz da. Da glitzert es schon grün da drin. Jetzt komme ich mit dem Argentavis da allerdings nicht rein. Den Drop könnte ich mir dann auch noch holen. Mit dem Agi komme ich da nicht rein. Der passt da nicht durch. Da ist Ende. Und weiter geht's nicht. Zum Glück haben wir ein Drehen. Ist die Frage, was hat er denn an Gewicht? 161 hat er dabei. 161, das könnte ich noch tragen. Das brauche ich sowieso nicht hier. Was ist denn jetzt schon wieder los? Wer ist da? Das heißt, ich müsste das alles vielleicht in ein Megatherium packen. Was grunzt denn hier so? So, ich stelle den erstmal auf neutral. Jetzt gucke ich erstmal noch nach diesem Drop. Da sind eine interessante Sachen drin. In diesen Drops.
Das brauche ich jetzt nicht. Das kann ich mal mitnehmen. Und da kann man Metall draus kriegen. Das Grundstier. Ah, da ist ein. Da ist ja ein Rex. Was bist du? Rex Level 15. Den brauchte ich nicht. Den werden wir mal beseitigen. So. So, dann haben wir hier jetzt erstmal Ruhe. Wenn ich meinen Agentavis hier stehen lasse, dann brauche ich hier keinen Rex. Das brauche ich wirklich nicht. So, jetzt muss ich hergehen. Das kannst du tragen. Dann brauche ich ein bisschen bessere Rüstung. Meine Klamotten sind sowieso total verschlissen. So, Rüstung habe ich. Dann brauche ich das auch nicht. Das brauche ich alles nicht. Das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Das kann da auch rein. So. Okay, das habe ich jetzt schon mal. Das kann ich jetzt noch mitnehmen. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das Fleisch lasse ich den mal drin. Ich nehme das mal mit. Ich nehme das Antidot da mal mit. Das kann weg. Das kann auch weg. Brauche ich eigentlich auch nicht unbedingt den Arrow. Okay, das sind jetzt die Sachen, die ich mitnehme. Das heilt den Heiltrank und das Antidot. So, du stehst auf neutral. Das Folgen schalten wir jetzt mal aus. Jo, und dann war es das erstmal hier an dieser Stelle. Dann haben wir das erstmal soweit gemanagt. Und die Tame Ordering Group schalte ich jetzt um auf Megatherium. Genau. So machen wir das erstmal. So, und dann mal kurz noch überlegen, das wäre eigentlich soweit alles. Gasmasken und die Klamotten und dann die Megatherien. Ja, okay, dann rein ins Vergnügen. So, hier beginnt jetzt gleich der, da ist schon giftig, da war es schon grün. Dann werfen wir doch erstmal ein Megatherium raus. Da geht schon die Gesundheit runter. Ja, gleich eine Gasmaske aufsetzen. Zack, okay. Jetzt geht sie wieder hoch, die Gesundheit. Okay. Oh, ich bräuchte Essen und Wasser. Oh Mann. Na, das muss ich noch auffüllen. So geht das nicht. Sonst
Könnte ich jetzt gleich dann irgendwo. Na komm, das ist natürlich mit dem Dicken nicht so leicht hier. So, jetzt bin ich außerhalb. Jetzt kann ich erstmal noch was trinken. Und was essen. Okay. Das hätten wir. Jetzt können wir. Komm, mein Freund, beweg dich. Es ist ein bisschen schwierig hier in diesen engen Höhlen. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Andere Seite. Da geht's lang. So. Genau. Und hier geht's runter. Bin schon mitten im Giftgas. Allerdings die Gesundheit, die ist jetzt wieder okay. Das hält jetzt ein Tag, eine Stunde. Das hält 49 Minuten. Und wie ist das in dem Burschen hier? Da hält das auch ein Tag, eine Stunde. Okay, da kann ich es behalten. 48 Minuten. 3 Stunden 15. Gut, dann bleibt das erstmal in dem Megatherium. Dann hält's länger. Hier zischt's schon. Was haben wir denn da? Eine Schlange? Die hat's aber gar nicht gerührt. Und Spinne. Da haben wir noch eine Schnecke, die ist harmlos. Allerdings habe ich jetzt schon jede Menge Zeug hier gegriffen. Das brauche ich nicht. Das brauche ich alles nicht. Den ganzen Kram. Mann. Das ist nur Gewicht. Dann kann der sich bald nicht mehr bewegen. Der hat jetzt schon fast volles Gewicht. Ah. Das ist ja brutal. So, dann werfen wir das raus und schmeißen das alles weg. So. Und du kriegst Power. Der hat jetzt schon den Buff gegen Insekten. Was ist da oben das? Ja, auch hier jede Menge Spinnen. Spinnen. Denn hier kann man nicht sehen. So. Und er ist schon wieder voll mit Kram hier. Das kann ich an mich nehmen. Den Rest werfen wir weg.
Wenn der nicht auch dauernd noch zurücksammeln würde. Und hier sind mega Neuras noch. Die müssen wir erledigen. Das drückt alles weg hier. Noch was anzubieten? Na gut, den Pilz. Der hat, wow, 7 Levels gekriegt. Und hier schleicht alles Getier rum. Hier schon wieder. Ist auf das Fleisch nichts Vernünftiges. Also wieder wegwerfen. Und dann das Fleisch rüber. Kann ich den gleich mal ein bisschen mehr hochheilen. Die Welt ist es nicht, aber egal. Jetzt will ich mal gucken, dass ich mir den hier einsperre. Und den anderen raushole. Moment, Level 154. Muss ich nochmal checken, war das jetzt der falsche? Level 153 im Megatherium. Hm. 153? Das ist der andere. Ja, das ist der mit den 18. Den hatte ich ja eben. Ich will den anderen jetzt auch mal ein bisschen beschäftigen. Gibt es hier noch? Okay, hier gibt es ein bisschen was von dem Zeug. Das können wir mal nehmen. Obwohl ich ja eigentlich wirklich ausreichend viele Pfeile jetzt habe. Hat das in die Taschen von mir. Ja. Okay, hier summt es schon wieder. Schon wieder Gesumme hier überall. Ich sehe sie nur nicht. Die Mega-Neuras. Du hast auch schon wieder jede Menge Zeug gesammelt. Und Fleisch. Ja, du kriegst hier. War von mir Power. So, was kann ich denn hier behalten und was wegwerfen? Den Pilz und das Fleisch erstmal, um den vielleicht hochzuheilen. Okay, der Rest kann weg. Gut. Damit ich mich hier wieder bewegen kann.
der hat schon ziemlich viel hohe XP. Das wird schwierig, den weiter hochzukriegen. Dann. Den weiter hochzukriegen an Levels. Weil die XP schon wieder so hoch sind. Wo summt das hier? Da ist eine Schnecke noch. Was hat hier gesummt? Aber ich sehe nichts. So, was gibt es hier? Nichts. Nichts von Belang. Die Mega-Neuras, die müssen irgendwie im Stein sein. Sonst könnte ich die ja jetzt schwirren sehen. Die müssen im Stein drin sein. So, wir gehen hier mal weiter. Da haben wir schon wieder eine Schlange. Ist die lebendig? Oder schon tot? Ja, die war schon tot. Und wieder jede Menge Zeug gesammelt. Mann. So, weg damit. Wenn ich jetzt aufstehe, kommen die Mega-Neuras da vielleicht raus? Ja, da kommt was. Da flattert auch noch was. Schon wieder zu schwer. Da gibt's Blume, seltene Blume, greifen wir uns doch. Und droppen. So, jetzt summt's hier nicht mehr. Denk mal, jetzt haben wir hier alles soweit erledigt. Dann wandern wir mal weiter. Diese Gasmasken, die halten nicht ewig. Die verschleißen, wie man sieht. Da fehlt schon die Hälfte. Deswegen so 4 Gasmasken habe ich deswegen auch gleich mitgenommen. Ich hoffe, die reichen. Ja, hier komme ich nicht mehr weiter. Klappt das vielleicht mit Rennen? Nein. Da duckt er sich ja, wenn er rennt. Aber da komme ich auch nicht weiter. Nee. Jetzt klemme ich wieder. Ja, jetzt kommen wir da nicht weiter. Und da ist vielleicht auch wieder Getier. Ich höre es schon, quieken. Da kommt schon einer. Spinner. Und wieder zu schwer, weil der dauernd noch Zeug sammelt. Mann. Und seltene Blume. Das nehmen wir doch. Und weg damit. So. Ich müsste jetzt das anders machen. So, hier
kann ich auch springen. Jetzt müsste ich mir den hier rauswerfen. Aggressiv pfeifen. Na, das geht nicht. Ach so, die Gruppe. Jetzt ist er aggressiv. Kommt aber nicht durch. Also das ist mein anderer Kollege jetzt, der killt da alles. Der ist jetzt auch aggressiv, das andere Megatherium. Okay. Das ist eine schwierige Höhle. Vor allem, weil ich jetzt auch schon wieder jede Menge Zeug hier habe. Eine Blume nehmen wir mit. Den Rest droppen wir. So. Und ich habe jetzt hier nochmal seltene Blume. Und schon wieder Zeugs. Hier gibt es seltene Blume in dieser Höhle. Aha, die kann man hier sammeln. So, jetzt muss ich erstmal nach meinem anderen Megatherium gucken. Da ist er. Jo, du stehst auch auf aggressiv und hast auch jede Menge. Oh ja, der kann sich nicht bewegen. Wie sieht es mit deiner Gesundheit aus? Okay, die können wir ein bisschen hochheilen. Das sieht aber schon gut aus. So, dann heilen wir den mal schön hoch. 20.000 Leben ist genug, denke ich mal. Das reicht mir für den Bosskampf. 20.000 Leben sollte genügen. Dann mache ich nämlich da jetzt hier mehr Schaden. So. Und dann brauchen wir hier irgendwas? Nein. Also weg damit. Gehen wir mal weiter. So, dann lasse ich den mal alleine und spring hier auf. Der hat auch schon wieder zu viele rein. Oh Mann. Und kriegt Level. Gib mir mehr Schaden. Mein anderes Megatherium, wir haben den schon wieder schwer am Schaffen. Oh, und Drop. Gibt es hier noch irgendwelche gefährlichen Tiere?
Mann. So, gucken, ob ich wieder seltene Blume habe. Jawohl, die nehmen wir nämlich mit. Und ein Pilz. Und den Rest werfen wir weg. Leeched. Oh, hier gibt's Leeches auch noch. In dem Schlamm gibt's da auch noch Leeches. Und schon wieder zu schwer. Mann, Mann, Mann. Leechblut. Seltene Blume. So, der verliert jetzt natürlich einiges an Blut. Dem muss ich jetzt irgendwie den Leech wegnehmen. Aber erst müssen wir hier nochmal bereinigen. Schon wieder zu voll mit Krams, mit denen ich auch noch dauernd hier das Zeug aufsammeln würde. Mann. Und der andere, der scheint auch zu schwer zu sein. Der verteidigt sich gar nicht. Steigen können. Da muss der ganze Krimpel hier erstmal weg. Diese bekannten wilden Tiere da müssen weg. Damit ich hier absteigen kann. So, das nehme ich nochmal rüber. Falls ich noch mehr Fleisch zum Hochheilen dann brauche. Dann droppen wir das alles. Jetzt muss ich mal gucken. Da gibt es doch eine Möglichkeit hier. Irgendwie kann man hier doch diese Leeches entfernen. Er hat auch jede Menge Zeug. Megalania-Toxin, das nehme ich mal. Perlen. Zeug nehme ich an mich und das letzten andere Tropfen wären. Hat der auch Leeches? Nee, der hat keine Leeches. Er hat keine Blutsauger an sich. Aber der hier. Und normalerweise kann man die doch wegnehmen. Da, hold to remove leech. Ah ja. Da ist das. So, da können wir den mal hochheilen.
Okay. Das lasse ich mal drin. Dann gucken wir mal, ob es hier noch Leech gibt. Sieht nicht so aus. Okay, dann schauen wir mal da rein. Wieso habe ich jetzt Leben verloren? Ah, meine Maske ist kaputt, deswegen. Das habe ich jetzt gar nicht gemerkt. So, da braucht man dieses Getränk. Mhm. Damit gibt es wieder Leben, allerdings nicht viel. Zwei von diesen Flaschen. Und er hat hier noch mal jede Menge Leechblatt und Perlen. Aber volle Gesundheit, okay. Den Kram droppen wir mal. Das kann ich mal mitnehmen. Kann ich wegwerfen. Jetzt stellt sich mir die Frage, wo mein zweites Megatherium ist. Ach, der steht da hinten. Irgendwas schmatzt hier immer noch rum. Geht das da hinten weiter? Das sieht so aus. Und du bist wahrscheinlich schon wieder zu schwer. Ah, Mist. Jetzt häng ich schon wieder. Jetzt. Hm? Nee, der ist nicht so schwer. Steht auf aggressiv. Geht's da weiter? Muss man da kriechen? Tatsächlich, da muss man kriechen und da wartet schon das nächste giftige Viech da vorne. Ja. Das heißt, ich müsste die Megatherien einpacken. Das ist ja eine üble Höhle. Oh, oh, oh. So, ich werf mal einen Raptor raus. Den stellen wir auf neutral. Der findet tatsächlich noch was zum Fressen. Ich werde mit dem jetzt noch mal schnell zurück zu meinem AG flitzen.
So, sicherheitshalber gleich mal auf Folgen stellen. Und dem Agi gebe ich jetzt diesen Kram hier. Das, das, das. Das brauche ich dann auch nicht mehr. Stück Fleisch. Hat der Agent Davis auch schon. Wo hat er das denn her? Das noch? Das Öl noch. Das werfe ich weg. So, dieses Leechblatt und das Meganeura, Megalania-Toxin. Jo. Die Mütze kann ich auch hier lassen. So, mal ausziehen. Brauche ich jetzt erstmal nicht. Verschleißt sonst. Und dann muss ich meinen Raptor finden. Ja, da ist er ja. So. Ist das also soweit okay hier? Der kann ja jede Menge Gewicht tragen. Das ist okay. So. Da können wir wieder reingehen. Dem Raptor. Ja, halt. Zurück. Na, komm. Die Maske wieder aufsetzen. So, da ist hier noch eine Titanboa zu fressen. Hat es noch gesummt? Ich sehe aber nichts. Ich vermisse meine beiden Megatherien. Wo sind die? Wo sind die? Das kann's ja jetzt nicht sein. Gasmaske schon wieder kaputt. Wo sind meine Megatherium? Ja, ich hatte jetzt einen Fehler im Spiel, da waren die Tiere plötzlich alle verschwunden. Die wurden irgendwie an die Oberfläche gebeamt und deswegen musste ich jetzt hier gerade mal einen Break machen und mir die Tierchen wiederholen an der Oberfläche.
Ja, ich habe dann hier mit dem Dino-Feinde habe ich die dann wiedergefunden. So, du bist der Kleinere mit dem schlechteren, mit der schlechteren Gesundheit. Okay. Du müsst was essen. Man kann zum Glück mit Gasmaske essen. Das ist ja auch cool. Mit Gasmaske futtern. Da ist eine Schnecke noch. Ja, den Tropf habe ich geleert. Der ist jetzt weg. Jetzt müsste ich da durchkriechen. Das ist natürlich auch wieder übel. Was ist mit dir? Er killt jetzt noch die Arnatinas und so weiter. Die tun doch nichts. Na gut, das kannst du behalten. Das fliegt jetzt eh weg. Wenn ich den einsperre. So. Ja, jetzt habe ich das Problem, ich muss da durchkriechen. Beziehungsweise durchhocken. Und da warten schon wieder Tiere auf der anderen Seite. Und zu warm ist mir auch noch. Aufspringen. Wie viele sind es denn noch hier, Mensch? Da steht eine Kiste. Ach Gott, ist der schon wieder schwer. Jetzt steigen wir erstmal auf die Kiste drauf. Ranging from 8 to 12 feet tall, Forest Rasidae Rapida Salta is a highly aggressive avian. That is just. Gut. Das hätten wir mal. Da kommen die Mega-Neuras gleich wieder an. So. Da passt nur ein Megatherium hin. Der ist
schon wieder zu schwer. Deswegen komme ich nicht voran. Bin schon wieder gewunden, warum er nicht läuft. Weil er schon wieder zu schwer ist. Wieder ein Drop. Schon wieder die Gasmaske gebrochen. Ne, erledigt sie alle. Brauche ich die Gasmaske jetzt? Oh ja. Jetzt hänge ich hier. Das ist doch super. Alles echt hart hier. So, was ist da drin? Elektrikbrot. Na gut, das kann ich zerlegen. Riot Chess Piece. Das ist natürlich ganz cool. Bin ich jetzt durchgekrochen? Da geht's weiter. Weil da drüben ging's irgendwie auch noch weiter. Der ist schon, hat er schon wieder gewischt oder was? Warum ist der so langsam? Stamina drained steht da. Ach so. Mhm. Er ist da auch irgendwie vergiftet von irgendwas. Scheint so. Ja, trotzdem noch welche gefangen. Ja. Öl. Seltene Blume. Perlen. Leech. So, die Blutegel wieder wegnehmen. Jetzt geht es da hinten weiter und es geht daneben weiter. Jetzt haben wir hier zwei Wege. Das könnte natürlich sein, dass es auf einem Weg auch wieder rausgeht. Mal Perlen. Aha, der kann auch Perlen sammeln im Wasser. So, Leechblatt haben wir dann nochmal. Er hat keine Leeches mehr. Okay. Was ist mit dir? Er hat Mikalania Blut. Der kriegt hier wieder was drauf. Okay. Ja, das kann ich auch mitnehmen. So, okay. Das weg.
dann nehme ich den erstmal an mich. Ich könnte mir vorstellen, dass es durch diese große Höhle auch wieder rausgeht. Gab es hier jede Menge Taschen? Die finde ich jetzt also nicht mehr. Okay. Today I witnessed an unforgettable sight. The extremely rare Titanosaurus bagacastrum. Essentially a walking mountain. So, da war hier noch eine Kiste. Da hinter mir am Schwanz, da ist er. Da steht die. Ah ja. Das war jetzt die zweite Kiste. Kannst du da nicht durchrennen? Nee, kannst du nicht. Ja doch, jetzt schon. Und noch ein Stück. Noch ein Stück. Ich muss jetzt leider raus aus der Höhle. Wie komme ich jetzt raus hier? So. Ist noch irgendwas Bedeutsames hier liegen? Nein. Schwarzen. Nicht den roten. So, den legen wir dahin. Wo bin ich jetzt hergekommen? Da, da ging es weiter. Der Schwarze kann mehr Gewicht tragen. Den kann ich nämlich hier weiterlaufen. Hier geht's wieder raus. Ah ja, da kommt man also auch über die andere Richtung hin. Schon durchgekommen. Bin doch da schon durchgekommen. Kann doch nicht sein. Erledigt sie alle. Mal schauen, ob der mir so folgen kann. Bisher, ja. Ohne dass ich drauf sitze. Ja, da klemmt er jetzt.
Das war doch hier die Stelle, wo ich durchgekrochen bin. Oder? Genau. Zwei Richtungen. Ach, das war die Stelle, genau, wo es in zwei Richtungen geht. Da geht es dann hier raus. Die Hölle ist hart, die ist wirklich hart. Was hat er denn da erledigt? Ja, zu spät. Irgendwas von Bedeutung da drin? Nein, ich glaube, das nehmen wir auch mit. Puh, Mann. So, diese Gasmaske ist auch schon wieder zur Hälfte verbraucht. Also diese vier Gasmasken, die haben nicht ausgereicht. Eine Gasmaske hat er schon hier. Ja. Oh, da steht noch eine Tasche. Da ist nur Fleisch drin. Ja. Was hast du denn erledigt? Du kriegst einen Level. Das gebe ich dir. Gewicht. Held. Braucht er eigentlich keine mehr. Damit komme ich gut aus. Damage komme ich auch gut aus. Gibt immer noch ein Gewicht drauf. So. Hier habe ich jede Menge Zeug. Du bekommst das. Perlen auf. Das auf. Essen und Trinken. Mhm. Das ist ein Blueprint. Okay. Tja. Hm. Die Jacke ist kaputt. Das hier ist auch schon angeschlagen, das Zeug. Mann, das ist schon eine harte Höhle. Meine Fresse. Der hat jetzt, glaube ich, einen Rex erledigt. Steht das hier zufällig? Nee, da steht nichts. Gut, wir müssen zurück. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt zunächst mal Gummi. Wir brauchen jetzt erstmal neue Masken. Ich muss die Masken reparieren und will mal hoffen, dass dann nicht zu viele von den Tieren wieder spawnen in der Höhle. Dann machen wir an dieser Stelle mal einen längeren Break. Bis zum nächsten Video, da kommt dann die Fortsetzung. Danke erstmal fürs Zuschauen, alles Gute und tschüss, bis zum nächsten Video.